Ja, es ging bei der Leitstelle in Zevenmain Notruf ein um ca. 19.15 Uhr. Dort wurde gemeldet, dass bei einem Wohnhaus der Balkon brennen würde. Daraufhin wurde gleich mehrere Feuerwehren hier nach Waffensinn alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass im ersten Obergeschoss ein balkonähnlicher Zustand, beziehungsweise man kann das von hier aus gar nicht so richtig sehen, sondern so eine zweite Dachebene, da war auf jeden Fall Feuer zu sehen. Die Kameraden hatten sofort mit dem Löschangriff begonnen und hatten auch das Feuer aus. Üblicherweise ist es dann so, dass man natürlich mit Abendschutz auch in ein Gebäude vordringt. Dabei stellte sich dann heraus, dass wirklich in dem Inneren des Gebäudes bereits eine komplette Entzündung des Wohnraums stattgefunden hatte. Ich spreche mal so circa von 4 Minuten Eintreffen der Feuerwehr hatten wir es hier mit einem ausgedehnten Dachgeschossbrand zu tun. Ja, man kann natürlich versuchen, im ersten Step mit Abendschutzgerätenträgern in das Haus vorzudringen, um von innen das Feuer zu löschen. Allerdings war es hier schon so heiß, dass das kaum möglich gewesen ist. Man hat sich natürlich dann darauf konzentriert, von außen das Feuer zu bekämpfen. Das stellt sich hier allerdings als wirklich ganz, ganz große Schwierigkeit heraus. Das Haus ist etwas älter, sicherlich mal modernisiert worden, und zwar mit Blechplatten von außen. Auch die Bedachung selber ist aus Blech. Es schaut aus wie Dachpfannen. Allerdings ist es ein Blech, was dort verarbeitet worden ist. Und für uns ist es ganz, ganz schwierig, an diesen Brandherd jetzt heranzukommen. Und es zieht sich hier sehr in die Länge. Und wir haben ja fast keine Chance, an dieses Feuer momentan reinzukommen. Ja, wir haben eine zweite Drehleiter gleich zu Anfang schon mit alarmiert, weil uns klar war, dass wir nur von oben, von dem Dach her, in das Gebäude vordringen können. Eine dritte Drehleiter bzw. so ein Gelenksteiger, der ein bisschen flexibler ist und gelenkiger, wurde jetzt auch noch angefordert aus dem Heidekreis. Also man versucht wirklich die Taktik anzuwenden, von außen in dieses Gebäude reinzukommen, weil das Feuer jetzt in den Zwischenwänden sitzt und sich natürlich dann in die Dachhaut immer weiter vorfrisst. Ja, bei den Kräften, die alarmiert worden sind, die gaben schon recht früh, als sie auf Anfahrt gewesen sind, an die Leitstelle durch, dass es sicherlich dort brennen wird. Das ist ja immer, man gibt ja immer eine Lagemeldung ab, und die ersten Einsatzkräfte konnten sozusagen das Feuer schon auf Sicht feststellen. Ja, also die Hausbewohner sind uns so bekannt, dass es eine junge Frau ist, die hier wohnt mit einem Säugling. Die hat das Feuer auch selber entdeckt und hat die Feuerwehr verständigt. Gesundheitlich geht's ihr gut, sie hat sich schnell in Sicherheit bringen können.